Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um eine Mythe-Plus-Kiste und zusätzlich um eine PvP-Kiste. Und da war ich letzte Woche wieder ein bisschen fleißig, habe ein wenig Mythe-Plus gemacht, beziehungsweise auch ein bisschen Arena gespielt. Und zwar habe ich einen 17er-Key gebastelt und ja, mein Score ist jetzt auch wieder ein bisschen hoch. Jetzt gehe ich langsam so auf den 1600er-Score. Ich will ja hier mit die ganzen 15er Intimes machen für die Essenz, für die Legendäre. Da bin ich ganz gut dran, mal gucken. Demnächst mache ich die anderen, denke ich mal, auch noch. Genau, und zusätzlich habe ich auch das PvP-Cap gespielt. Heißt, auch da gibt es eine Kiste abzuholen. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir als allererstes in die PvE. Oh, halt, warte, bevor wir das machen. Was habe ich für ein Spec ausgewählt? Wildheit, okay, das passt. Nicht, dass ich wieder einen Heiler oder ein Eulen-Item kriege, wie ich das letzte Mal bekommen habe. Und was kriegen wir? Oh, gut, ein Ring. Bitte, lass das einen mit Tempo Versa sein. Was ist drauf? Mastery Tempo. Ha, der könnte besser sein. Das muss ich nachher mal durchsimmen. Oh, der könnte gut sein, der Ring. Jetzt schauen wir mal. Ich habe nämlich schon ein paar Ringe zur Auswahl. Ich kann euch eins zeigen. Ich habe nämlich hier schon einen 445er Ring und noch einen anderen 440er. Bloß die Geschichte ist, der ist schlechter als hier der 430er, weil Versa Tempo einfach bei mir am besten skaliert. Das ist leider einfach so. Genau. Aber Tempo Mastery könnte auch sehr gut sein. Da muss ich mal gucken, wie wir hinkommen. Vor allem, weil es ja auch ein bisschen Item-Level ein bisschen vom Item-Level höher ist. So, dann haben wir auch wieder genug Titan-Resil, nämlich 53.000. Heißt, ich kann mir dann auch da wieder einen Teil kaufen. Und zusätzlich kann ich mir jetzt noch die PvP-Kiste aufmachen. Und zwar machen wir das mal hier auf und dann gucken wir mal, was wir uns kaufen können. Gut, ich habe jetzt so ein Mist bekommen, das interessiert mich nicht. Wichtig sind diese Essenzen hier. Und zwar habe ich jetzt wieder 3 bekommen und habe insgesamt 12. Und nächsten Mittwoch kriege ich die letzten 3. Und damit, ja, habe ich dann 15 zusammen, kann das hier aufwerten und habe dann die letzte Essenz hier fertig. Quasi habe dann alle auf episch bzw. legendär und da gibt es dann nochmal ein nettes Achievement und zwar irgendwo da unten unter Erweiterungsfeatures. Ich glaube Herz, ja genau, dann habe ich das letzte Achievement hier. Das sind dann nochmal ein paar Punkte und ja, das nimmt man doch gerne mit. So, jetzt würde ich sagen, gucke ich mal, dass ich mir noch ein Dings kaufe. Und zwar, also ein Azerit-Teil. Dazu gucken wir einmal, habe ich mir da was durchsimmen lassen und zwar von den Raidbots-Geschichten muss ich mal gucken. Ich habe nämlich die Schultern, also das ist jetzt Single-Target-Damage, was besser ist, da muss ich mir jetzt immer ein bisschen gucken, was ich haben will. Diese Schultern habe ich schon, also Schultern brauche ich nicht mehr. Ich würde jetzt, wenn dann, eine gute Brust brauchen oder einen guten Kopf, aber ja gut, der Best-Drop ist in beiden Fällen ziemlich ähnlich. Also ich habe erstes auf Schultern gegammelt, weil ihr hier seht, das war eine Verbesserung von 3,3%. Und da habe ich zum Glück gleich diese richtigen bekommen, also Gortulaks Mantel da, oder wie der heißt. Den habe ich jetzt hier, seht ihr, in meinem Single-Target-Gear an. Und jetzt kann ich mir halt überlegen, ob ich den Kopf oder die Schulter nehme. Ich glaube, Köpfe habe ich schon einige. Ja, ich habe, glaube ich, schon den aus dem Raid, den einen. Und einen aus quasi M+. Ich glaube, ich nehme die Brust tatsächlich. Und schau mal, was ich da rausbekomme. Schauen wir mal, welche gut wäre. Und zwar hier die Brust. Weste, Gore, irgendwas. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir kriegen. Wir können uns die Bonus-Rolls auch noch schnell holen, dass ich das gleich nicht für den Raid vergesse. Und dann gucken wir, dann gamblen wir mal auf einen Brust-Token. Kopf haben wir hier. Und zwar nehmen wir hier die Azerit-Brust. Und dann schauen wir mal. Drückt mir die Daumen, dass ich was Sinniges rauskriege. Okay, was ist hier drauf? Jetzt wird's spannend. Hoffentlich kann ich sie zumindest für Single Target oder für AE gebrauchen. Okay. Scheiße. Sind es die, die ich schon habe? Warte mal. Hab ich. Fuck. Fuck. Ich hab's mir schon gedacht, ne, wo ich hier diese Trades gesehen habe. Das ist die ganz gleiche, die ich blöderweise schon habe. Heißt,
Genau das Ding habe ich schon für in meinem Single-Target-Gear drin. Und zwar ist es die, die ich anhab tatsächlich. Und jetzt habe ich die nochmal bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ich könnte es ja anders. Ja, gut, ich habe die halt als Single-Target-Variante drin. Und habe halt die HC-Brust bis jetzt genommen. Hier die hier. Für eher eine E-Variante. Aber ganz ehrlich, die ist eh nicht so geil, die HC-Brust. Dann kann ich die gleiche, die ich jetzt halt quasi nochmal habe, auf AE so ein bisschen skillen. Heißt, ich würde dann hier in dem Fall quasi die Geschichte mitnehmen. Und die anderen Sachen, ja, ähnlich. Also da tut sich jetzt nicht sonderlich viel. Also gut ist es nicht, aber zumindest habe ich dann als Ausweichset nicht mehr einen 4, einen 435er, sondern dann halt, ja, einen 445er bzw. 450. Oder warte mal, jetzt gucke ich mal das noch an. Genau, das habe ich davor gehabt. Da habe ich auch hier das Fleischreißen drin. Ja, einen defensiven Trade. Ja, ich weiß nicht. Also, so gut ist es auf jeden Fall nicht. Naja, okay. Dann sind wir mit dem kleinen Opening-Video durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen unterhalten. Und ja, mich würde es interessieren, was ihr so rausgezogen habt. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück als ich und zieht irgendwas richtig Krasses raus. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.